Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, in Monau. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es um das Thema Impulskontrolle und Loyalität. Stay tuned. Ja, ihr könnt gerade noch einsteigen in die Selbstliebe-Challenge Advanced, wollte ich noch sagen. Und ich bin auf der Buchmesse am 19.10. in Frankfurt. Freue mich, wenn ich da welche von euch treffe. Nähere Details ist im Feed auf Facebook, @liebeship und Instagram, @liebeship und auch auf YouTube, wenn du das abonniert hast, im Story-Feed. Ja. Genau. Und Liebeship Party kommt bald, ne? Und bis zur Liebeship Party gibt es auch noch meine Liebeship Coach Ausbildung, stark vergünstigt. Oder ja, vergünstigt auf jeden Fall. Und die geht ja im November los mit dem Einzelteil. Gut, ja, das sind zwei Begriffe, über die stolper ich immer wieder. Also für mich persönlich ist ja Loyalität ist ja so ganz oben bei Qualitäten einer Partnerin. Und ja, ich meine, also ich kann auch nur raten, das wirklich hochzusetzen. Das hat übrigens auch mit offene Beziehungen oder nicht offene Beziehungen überhaupt nichts zu tun, weil wenn jemand nicht loyal ist, der kann auch nicht loyal sein in einer offenen Beziehung und euch Scheiße erzählen und nicht ehrlich sein und hinter deinem Rücken hetzen über dich und die Lügen erzählen. Also das hat mit offen, also es ist einfach, man kann einfach keine vernünftigen Beziehungen führen, wenn jemand nicht loyal und ehrlich ist, so, ne? Gut, das war eigentlich gar nicht viel drüber reden. Trotzdem scheint es ja ein Riesenproblem zu sein für viele. Und nochmal, also loyal ist eben auch nicht nur, ich weiß ich nicht, hab keine Ahnung, Kontakt mit Geschlechtszahlen von jemand anders, ist es eben auch, ja, dass jemand, weiß ich nicht, sich heimlich schreiben mit irgendjemand, keine Ahnung, vor allem vor den Augen die Kellnerin anflirten oder ja, das ist eben auch nicht loyal, ne? Und wenn jemand nicht loyal ist, dann weiß man halt überhaupt nicht, was der tut, ne? Da gibt es ja keine Limits irgendwie. Klar, wir haben alle sicherlich mal illoyale Momente, aber es geht halt so, ob das so ein Muster ist, ne? Klar, baut jeder mal Scheiße. Also das ist auch in Beziehungen, keine Beziehung ist perfekt, ne? Das ist klar. So, was hat das jetzt mit Impulskontrolle zu tun? Ja, das ist eben so ein zweiter, total wichtiger Punkt, der, glaube ich, oft vergessen wird. Wenn Menschen so aufwachsen, dass sie immer alles in den Hintern gesteckt kriegen und immer verwöhnt und nie an Grenzen stoßen, vielleicht auch, weil sie besonders attraktiv sind, immer kriegen sie alles, was sie wollen. Und dann, guterweise ist es auch nicht nur das, was man erlebt hat, es ist auch, ja, mit was für einem Set kommt man hier auf die Welt oder was, oh, keine Ahnung, was hat man sich hier vorgenommen. Also es gibt halt Menschen, die können halt es nicht aufschieben, ne? Die müssen sozusagen Bedürfnis, Boom, Erfüllung, Bedürfnis, Erfüllung und das hat jetzt auch mit Plus und Minus nichts zu tun, ne? Und das ist sowieso ein Grundskill. Wenn wir, also der ist auch stark verknüpft mit Erfolg im Leben, so ich kann meine Belohnung aufschieben. Ich kann jetzt sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Weil zum Beispiel diese Droge nehme ich jetzt nicht, weil wenn ich diese Droge nehme, dann ja kurzfristige Befriedigung, aber langfristig tausend Probleme. Und gut, das ist natürlich auch dann bei Liebessucht, ja, ich mache vielleicht diese toxische Affäre nicht, auch wenn es lustig ist, weil langfristig bringt mir das nur Probleme. Also zu tun haben wir da alle mit. Ich meine jetzt aber jetzt in diesem Video gar nicht so dieses ganz große Picture, wo wir vielleicht alle mit zu tun haben, sondern ja, ob jemand sich einfach überhaupt nicht im Griff hat. So, und auch das wiederum nicht nur mal einen Tag oder weil gerade alles scheiße gelaufen ist, sondern es immer wieder auftritt, dass jemand, keine Ahnung, euch nicht in Ruhe lassen kann, euch, weiß ich nicht, anrufen muss, wenn es überhaupt nicht, eigentlich klar ist, es passt jetzt überhaupt nicht und dann noch zehnmal
anruft. Und wie gesagt, jetzt nicht, weil ihr gerade einen Streit hattet, sondern weil wirklich tausend, weil es einfach jeden Tag immer wieder passiert so. Oder keine Ahnung, so totale Wutthemen hat und dann irgendwie eine Scheibe einschmeißt irgendwie. Oder eben auch, da kommt der Link zur Loyalität, eben auch, ja, ich werde angeflirtet, ich flirte zurück, ne? Ist es so, pft, bam, bam, ne? So, ne? Ah, ich werde angeflirtet, ich flirte zurück. Also da ist kein Filter, wo ich mal überlege, was mache ich jetzt, wie verhalte ich mich jetzt, sondern Bums, Bams, Bedürfniserfüllung, so, ne? Und wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, Probleme mit Loyalität und Probleme mit Impulskontrolle. Das ist nur was für Leute, die auch ohne Seil einen Berg runterspringen. So. Viel Spaß damit. Sollte man vielleicht mal überlegen, das kann, meine Loyalität kriegt man ja nicht gleich mit, aber wenn jemand so starke verminderte Impulskontrolle hat, das kann erstmal ziemlich spaßig und ja, ist jemand, weiß ich nicht, hat halt wenig Limits und ist lustig und weiß ich nicht, vielleicht verrückter Sex an irgendwelchen Orten, keine Ahnung, was das, also das kann erstmal interessant daherkommen, aber wenn ihr länger als ein Wochenende mit jemandem zusammen sein wollt und selbst dann, also Gott, man, also wenn man diese beiden Sachen zusammenpackt, Impulskontrolle-Themen und Loyalität, das ist das, da tut sich ein Universum aus von Möglichkeiten, boah, die man vielleicht nicht unbedingt haben will. Genau, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.